Camera. Hey. Ja, aber es ist sehr schade, dass das Preis wieder hell ist. Das ist relativ schade, oder? Ja. Und es dunkelt wieder ein hier in Vegas. Es ist jetzt Viertel nach sieben. Und wir haben hier am Pool gechillt, also zuerst sind wir hier unten essen gegangen, im Buffet vom Hotel Encore. Jetzt haben wir 4-5 Stunden am Pool gechillt, ich habe ein bisschen geschlafen, 2-3 Stunden, so gut es geht. Und ja, jetzt bin ich schon wieder umgezogen, ich gehe ins Beintraining, ganz kurz, 45 Minuten, Deload-Woche. Und nachher ziehen wir uns um, gehen wir essen, heute ins Cosmopolitan, ins Steakhouse, ins Mastros, sehr gutes Restaurant, also checkt's mal ab, wenn ihr in Vegas seid. Und, oh, das ist Bridge. Und nachher gehen wir an die Beach Party. Beach Party heute Abend hier im Encore. Mit der Badehose am Abend. Yes. Ready for training? Ja. Kannst du noch? Ja. Was? Ich habe für 30 Minuten Training habe ich noch einen Booster gemacht. Hast du einen Booster reingehauen? 45 Minuten, Bro. 40 ja, Minuten. Ja, ist gut. Tunnelblick rein und dann ins Beintraining. Ja, brauchst du, oder? In Vegas brauchst du einen Booster, oder? Alles. Also, ja. Alles. Schaut mal, Leute. Langsam aber sicher wird es Nacht hier in Vegas. Und die verdammte Nacht in Vegas beginnt. Oh oh. Shit. Boom! Vegas, Abend Nummer 2, hat soeben begonnen, Leute. Und Patrick, was geht? Bro, ich will die letzten Coachings am machen. Hab wieder umgezogen. Easy Style. Easy Style, ist es wieder ein Pro-Bro-Vesto oder was? Schau mal! Bam, Pro-Bro-Vesto. Ja, aber die kommen vielleicht. Ja, mal schauen, ob wir sie bringen. Mit D-Neck, sag mal, dein Style. Style-Check wieder wie immer. Leute, ich probiere was Neues aus. Was meint ihr? Gebt mal Feedback. Ich find's cool. Mischung aus elegant. Ah, ich find's cool. Und sportlich. So, die Jungs, die sind wieder, die Bande ist wieder unterwegs, ja, die Bande ist wieder unterwegs. Und wir gehen ins Mastro. Wir sind heute wieder elegant unterwegs. Elegant, ja, Mann. Elegant unterwegs in Vegas. Und Lift ist auch schon da. Jo, Bro. Der Anzug von ProBrewer am Start. Mit dem V-Neck. Ah, oh, Leute, wir sind jetzt hier selbst mit unserem Auto unterwegs. Das ist auch easy. Man muss nur wissen, wie man um den Strip rumfährt, weil jetzt heute natürlich relativ viel. Schau mal, was wir gesehen haben: Mercedes McLaren. Edin, der Autofreak, der dreht fast durch. McLaren P1, oh my god. Ganz nice, hä? Ja, ich bin nicht so der Autofreak, darum kann ich gar nicht klagen. Wir sind jetzt hier. Im Aria, zieht euch das mal rein, Aria, und hier befindet sich das Steakhouse. Gehen wir, Leute? Das Aria, in meinen Augen eines der besten und schönsten Hotels, ist ganz neu. Schaut mal, wie edel und auch, ich sag jetzt mal, architekturisch richtig geil, oder? Ist auch eines deiner Lieblingshotels. Das beste Hotel in Vegas. Eines der besten, ja, auf jeden Fall. Das schönste Hotel. Ja, ganz ein schönes Hotel. Ganz schön, hier ist die Lobby. Da vorne ist das Casino. So Leute, das ist das neueste Shopping Center hier in Las Vegas. Die Crystal Shopping Center im Aria. Ja, richtig nice, ja. Hey, schau doch das an. Geil. Oh yeah. Ja, der ist geil. Der ist geil. Das ist der geilste. Der ist auch geil. Nein, der ist der geilste. Nein, der ist der geilste. Oder der? Der. Der ist der ganz kleiner. Nein. Ne? Der drauf sitzt, ist der geilste. Ja, der ist der geilste. Und hier ist das Mastros. Schaut mal, da oben. In diesem Kongress hier. Und hier ist es.
das Mastros Steakhouse. Geil gemacht, ja? Man sagt, hier gibt es eines der besten Steaks in Amerika. Ich kenne das Mastros aus Beverly Hills, da wollen wir auch schon essen, aber hier in Dallas wollte ich jetzt noch nie essen. Aber es ist gleich ein Restaurant. Das Fleisch ist am Start. Das Fleisch ist am Start. Und es puzzelt schon, ja? Autofokus. Sieht sehr, sehr saftig aus. Es riecht auch gut, es riecht auch gut. Die Sides, die kommen. Die Sides, die kommen noch. Ein paar Mushrooms. Oh, hier kommt die Kartoffel. Schaut euch das mal an, Leute. Schaut euch das mal an, Leute. Kommen noch. Langsam schaltet er schnell. Kommen noch die anderen Greens hier. Broccoli. Dann mit Spargel und noch Bohnen. Yeah. Das Beispiel von Effie Fitzer Macros, da ich es heute nicht schaffen werde, auf meine 650 Gramm Carbs zu kommen. Da haben wir die Carbs, Leute. Gibt hier ein bisschen Fette, das heißt... Yes, please. Das heißt, heute gibt es 120 Gramm Fett, dafür halten wir noch 400 Gramm Carbs. Also das, hey, aber die sind geil, Bro. Das sind Süßkartoffeln oder so. Yes. Ja, some beans. May I remove the bread or do you want to keep it? Wow. Oh, nice. Yo, es gibt noch ein Dessert, teile ich mir mit meinem Bro hier. Und Wenn schon. Sieht gut aus. Wenn man es macht, dann macht man es richtig. Muss euch hier nochmal was zeigen. Künstlerisch, schaut mal. Boah, sieht richtig geil aus. Also ich bin, muss ich ja sagen, was solche Sachen angeht, immer sehr begeistert. Ich bin so ein... Ich liebe Kunst und Architektur. Okay, ist krass, der große da. So, Beach Party am Abend. Alle im Shut Up and Live String, ja? Leute, ich bin gespannt. Hey, wie findet ihr den geilsten? Schreibt es mal in die Kommentare, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Mann. Stimmt. Den kann man einfach am schlechtesten kombinieren. Jedenfalls, ich hatte bis jetzt nie Sachen, aber zu blau, Mann. Also ich finde den gelben und den orangen am geilsten. Ja, aber auch der blaue. Orange. Ja, es kommt davon. Ihr müsst einfach kombinieren. Gelb und orange. So, Leute, der Andre. Nice. Der Andre hat wieder organisiert. Ja, Andre, the best man. Now we're going in the club and burn this party. Yeah. Blow it up. See you here. Thanks. Leute, es scheint eine gute Party zu sein. Oh, shit. So, Leute, wir sind hier mit den Schweizern. Wir haben hier die Schweizer Toffen hier. Und wo feiert die heute? Bachelor, oder? Bachelor! Und ja, wir sind jetzt hier. Wie gesagt, haben einen privaten Pool. Und den war richtig geil. Und das war nicht so stark. Was für ein alles gute Leute hier, alles gute Leute. Hey, ja. Alle Schweizer kennen, famous one. Ja, ja, no. Hey, schau das Licht weg. Ja. Also geile Leute hier am Start. Und wir machen jetzt einfach nur die geilste Party hier. So sieht's aus. Kommt Peter wieder ein. Bro!
So Leute, 4 Uhr morgens und ich habe mich das 5. Mal umgezogen. Schaut mal, boom, es geht jetzt weiter. Die Poolparty war richtig geil. Schaut an die Schweiz, oder? Danke vielmals, Jungs. Guter Bachelor-Abschied für den Junggesellen. Mach weiter so und coole Truppe gewesen. Danke ganz vielmals. Coole Truppe. Ich habe jetzt ein bisschen nachgestackt. Es ist 4 Uhr morgens, ja. Der Bro stackt hier. Das ist eine ganze Profil-Pille. Ja, es gibt jetzt nur noch flüssige Nahrung und die Profil-Subs. Ich vergesse die immer morgens, deswegen nehme ich sie jetzt schon mal, weil die nächsten paar Stunden werden wir wieder unterwegs sein. Ja, ja. Und ja, Mann, war eine coole Party. Schaut auch nochmal nach in Schweiz. Merci vielmals, wir können bei euch, ja, so gesagt, hängen. Und ja, jetzt mal schauen, was noch geht, oder? Ich würde sagen, mal schauen, was jetzt noch geht. Wir haben 4 Uhr morgens, wie gesagt. Und Vegas schläft nie. Wir müssen es ausnutzen. Wir sind noch bis Sonntag hier. Und ja, mal schauen, wohin es geht. Planten am reinstecken oder was? Ja. Yep. Oh. I love you, bro. Oh no. Me too. Ja, Bro, sehr schade, dass das Preis wieder hell ist. Das ist relativ schade, oder? Ja.